Ladies and Gentlemen. Ich fasse einen tiefer an. Filmab auf Star TV, dein Kinomagazin, das dir alle Neuheiten aus dem Kino direkt in die Stube bringt. Er kommt her! Oh mein Gott, Elvis Presley! Elvis kommt her! Oh mein Gott! Start mit Kidney! Die hängen uns dran! Die Typen nehmen das persönlich! Direkt vor uns sind noch ein paar aus unserem Fanclub. Phase 2! Phase 2? Was ist Phase 2? Und ab geht's! Ach du Scheiße. Weißt du, was ich an dir mag, Dom? Du bist ein echter Outlaw, aber deine Familie... Saubere Leistung, Bruder. Wenn wir zurück in der Basis sind, geht das Spiel auf mich. Sie bekommt es bald mit dem Einzigen zu tun, mit dem sie nicht klarkommt. Mit dir. Hast du je gedacht, dass du deine Familie einmal so hintergehen würdest wie heute? Dominic Toretto hat uns verraten. Ja, wen haben wir denn da? Ich werde auf dir rumschlagen wie auf einer Indianertrommel. Ich weiß nicht, wieso er das macht, aber das war nicht da. Sie ist die Definition des Hightech-Terrorismus. Und jetzt arbeitet sie mit ihrem Mann zusammen. Ich glaube, ich habe mein Team gefunden. Ihr wollt also spielen? Das ist einfach unmöglich. Und deswegen brauchen Sie ein wenig Hilfe. Sie müssen jetzt zusammenarbeiten. Ich habe mich gerade verliebt. Darauf habe ich immer gewartet. Jetzt haben wir einen Panzer. Los geht's. Da kommen sie auch schon. Ich weiß nicht, ob der alte Dom da drin ist. Und es ist mir auch egal. Ich mach dich fertig. Toretto, das Spiel beginnt. Wieso schießen die denn auf mich? Keine Ahnung, vielleicht weil du in einem orangenen Lamborghini sitzt? Halt die Klappe, Tash! Wir brauchen größeren Truck. Dom! Willst du dich von der Familie abwenden? Gentlemen, die letzte Nacht der Rosen. Luke, sie kann sich nur für ihn entscheiden. Sie wird nicht auf den Bauernhof ziehen in diesen High Heels. Sie hat sie alle geküsst. Mit Zunge? Sie ist eine wandelnde Geschlechtskrankheit. Chase. Ich sehe, dass Ihr Girokonto überzogen ist. Meine Hypothekenrate hat sich verdreifacht. Ich habe Sie auf eine Zinserhöhung aufgrund einer Refinanzierung hingewiesen. Erinnern Sie sich daran? Alle auf den Boden, und zwar sofort! Die drei Männer verschwanden mit 1,6 Millionen Dollar. Sie hatten es choreografiert wie einen Tanz. Eine Polonaise, direkt ins Gefängnis. Sie sind nicht erwischt worden. Centex Steel hat alle Rentenzahlungen bis auf Weiteres eingefroren. Ich überlege, ob ich eine Bank ausraube. Ich überlege, ob ich mir einen Ferrari kaufe. Ich wurde gerade von den Knicks angeworben. Gute Woche für uns alle, hm? Williamsburg Savings wird die Liquidation des Rentenfonds durchführen. Diese Banken haben dieses Land praktisch zerstört, aber es hat nie Konsequenzen für sie gegeben. Ich will diese Bank ausrauben. Dann holen wir uns unser Geld wieder zurück. Wir nehmen uns das, was Sie uns an Rente schuldig sind. Das ist alles, was ich will. Was, wenn wir mehr kriegen? Dann spenden wir's. Es ist Zeit für einen Testlauf. Wir sind gleich wieder da. Ich will nicht im Wagen sitzen, es ist heiß hier. Hallo, Al. Ich brauche ein paar Hähnchenschenkel. Brüste sind besser als Schenkel, findest du nicht? Noch nie hat hier jemand eine ganze Schweinelende gestohlen. Spring in den Korb rein. Sag mal, für wen hältst du mich, E.T.? Ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist. Sehen Sie sich mal Cindy an. Sie sieht aus wie ein kolumbianischer Drogenkurier. Wir werden professionelle Hilfe brauchen. Denkst du? Seid ihr Bullen? Naja, eher alte Ochsen. Von jetzt an kommuniziert ihr über SMS. Da sind ja gar keine Knöpfe dran. Das ist ein Touchscreen. Ich touch drauf rum, aber nichts passiert. Erinnert mich an die Zeit, als wir nach Reno fuhren. Wir aßen wie Könige. Wir waren Könige. Sind wir noch? Ladies und Gentlemen. Halt! Halt!
Wieso verfolgen Sie mich? Ich will Sie nicht tasern. Das hier ist kein Schuldeingeständnis. Ich bin nur erschöpft. Ich hatte einen Traum. So als würde mich jemand rufen. Es war das Gold, das mich rief. Gold. I am flashing, I am bold. 1988 hatte ich mein Haus verloren. Ich hatte alles verloren. Die meisten wären daran zugrunde gegangen, aber ich nicht. Ich hatte einen Traum. Oh mein Gott. Do you walk in the shadow of men who sold their lives to a dream? Wir haben eine Goldmine. Eine Goldmine? Wir haben eine Goldmine! Ja! Sie haben den größten Goldfund des Jahrzehnts gemacht. Wir reden hier von über 30 Milliarden Dollar. Wie fühlt es sich an, ein Rockstar zu sein? Dieses Gefühl kann man unmöglich beschreiben. Aber es ist faszinierend, wie ein bisschen Gold alles verändert. Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Uns war alles egal, wir legten los. Und es wurde eine verdammt wilde Zeit. I am flashing, I am bone, our eyes tinting like little rainbow. I got fire in my... Siehst du diese Hände? Ich begrabe dich mit diesen Händen. Was ist bei dem Treffen passiert? Du willst die Wahrheit hören? Hier ist das FBI. 17 Milliarden Dollar sind über Nacht verschwunden. Ich fasse einen tiefer an. The future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. Die Welt ist nicht weiß. Sie ist nie weiß gewesen, kann nicht weiß sein. Weiß ist eine Metapher für Macht. Most of the white Americans I've ever encountered surely have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance, which is a price we paid for segregation. That's what segregation means. That you don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know. In Amerika war ich nur im Kampf frei. War nie frei auszuruhen. We need to take action. Any kind of action. By any means necessary. They need us to speak to Cotton. And now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. The question you got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. Ladies. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Land hat mich groß gemacht. Was ist da im Abgeordnetenhaus los? Ich habe gestern diesen irrwitzigen Artikel gelesen. Das ist doch lächerlich. Ich meine, der trinkt doch. Sir, Elvis hat heute früh einen Brief für Sie abgegeben. Elvis? Elvis Presley? Der Entertainer. Oh, ich weiß, wer Elvis Presley ist. Und Sie glauben, wir sollten uns mit ihm treffen. In meiner Ruhepause. Ja, Mr. President. Ist das der Brief? Lesen Sie ihn vor. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Elvis Presley. Sind Sie jetzt sein Imitator? Verzeihung. Ich kann und werde mehr Gutes leisten, wenn Sie mich zum Bundessonderagenten der Regierung ernennen. Gibt's sowas denn? Ist das ein Scherz? Ziehen wir es durch. Jeder Wähler liebt Elvis. Klar? Mr. President? Mr. Elvis Presley? Ja. Pranken schütteln. Na dann, gut. Hallo. Ha! Fester, lassen Sie es raus. Ah. Danke, danke vielmals. Das Filmab auf Star TV kommt nächste Woche wieder mit aktuellen Kino-Highlights auf Star TV.